ästhetische Erlöstheit. Wir sind natürlich, und das ist wieder mal ein eigenartiges Amalgam, wir sind bei Goethe und Tasso, wir sind bei Kleist und im Theater, und wir sind natürlich, wenn von ästhetischer Erlöstheit die Rede ist, bei Nietzsche in der Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik. Dass die Welt und das Dasein als Ganzes ewig nur ästhetisch gerechtfertigt seien. Hier steht noch etwas anderes dahinter. Zunächst wird mit Kleist und seiner Vorstellung im Marionettentheater aufsetzt auf Adrians späte Komposition Dr. Faust die Idee klar verwiesen, dass im unendlichen Bewusstsein, in der höchsten Reflexion, das Unschuldige, das Ursprüngliche wieder aufleuchten kann. Aber noch etwas anderes. Es wird von Deutschlands Satanismus gesprochen und von ästhetischer Erlöstheit. Dass Deutschland sich als politisches den Satan verschrieben hat, dass es aber als kulturelles durchaus die Gnade des Überlebens hat. Und das ist ja Thomas Manns wie auch Günter Gastmann sich gelesen. Und dann die Frage, wie sprengt man die Puppe zum Schmetterling? Ich sagte, das Bild ist aus Goethes Tasso. Tasso gegenüber seinem Herzog Alfons verbietet, du den Seidenbogen zu spinnen. Er wird immer spinnen und er wird ein neues Leben durch seinen Tod hindurch erfahren, das Leben in schönerer, leichterer Gestalt, nämlich als Schmetterling. Das Leben als schönen Schein, also das Leben in der Kunst. Ästhetische Erlöstheit. Da haben wir die Stationen Goethes Tasso, Klassik, Marionettentheater, Nietzsches Geburt der Tragödien. Also, das zugrunde.